Terroristen in Uniformen der irakischen Armee durchwühlen die Wohnung eines älteren Mannes. Er ist Polizist. Das ist sein Todesurteil. Der Film zeigt später seine Enthauptung. Polizisten, Soldaten, Journalisten, Andersgläubige. Für sie alle gibt es keine Gnade. Der Islamische Staat prahlt mit seinem Blutdurst. Der Islam ist barmherzig, er will der Gewalt ein Ende setzen. Aber die IS-Anhänger glauben, sie würden etwas Gutes tun. Sie sind vom rechten Weg abgekommen. Man muss IS zerschlagen oder alle umbringen, das wäre noch besser. Die lieben Geschwister im Islam, wie dieser deutsche Dschihadist sagt. Eine skrupellose Mörderbande ohne Gewissen. Mit der besten Werbeabteilung, die eine Terrorgruppe je hatte. Und die funktioniert eben auch in Deutschland. Leipzig. Hier wohnt Hisham Shasha. Sein Äußeres erinnert so manchen an einen bekannten Terroristen der Al-Qaida. Doch ihn treibt nichts mehr um als die Sorge, dass sich junge Muslime den Terroristen des sogenannten Islamischen Staates anschließen könnten. Hisham Shasha ist islamischer Religionsgelehrter palästinensischer Herkunft. Verzweifelte Eltern aus ganz Deutschland bitten ihn derzeit um Rat. Allahu Akbar. Gebet in seinen Privaträumen mit jungen Muslimen. Hisham Shasha versucht, sie immun zu machen. Gegen eine Propaganda, die die vermeintliche Überlegenheit des Islams mit brutaler Gewalt durchsetzen will. Diese Gruppierungen, die süchtig nach Blut, nach Geld, nach Macht, aber das hat alles mit Islam nichts zu tun. Die Jugendlichen berichten uns von einflussreichen Wortführern, auch in Moscheen, die die Ausreise nach Syrien propagieren. Ich war auch leider viel mit bestimmten Leuten unterwegs und habe dann angefangen, dieselben Meinungen zu vertreten. Aber bin nie diesen Schritt gegangen, dass ich wirklich gesagt habe, ich will dahin. Was ich halt nur empfehlen kann, ist halt, dass jeder sich wirklich mal wirklich hinsetzen soll und wirklich alles hinterfragen sollte. Haben Sie Ihren Weg hinterfragt? Junge Muslime aus Deutschland, die nach Syrien zum Kämpfen gegangen sind. Die meisten von ihnen bei der Terrorgruppe des IS. Einer von ihnen ist Silvio K., deutscher Staatsbürger. Schon vor 3 Jahren vor einer Moschee in Köln haben wir seinen Fanatismus mit der Kamera dokumentiert. Wer den Islam gehört hat und nicht annimmt, der kommt nicht ins Paradies. Hölle, ewiges Feuer. Heute macht Silvio K. Propaganda für die IS-Terroristen. Drum kommt in unsere Reihen des Islamischen Staates ein Leben im Gehorsam, voller Ehre und Zufriedenheit und ein Schrecken für Kuffar. Deutsche Behörden sprechen von über 400 Jugendlichen, die ins Kriegsgebiet ausgereist sind. Hisham Shasha hält das für untertrieben. Er schätzt, dass es längst mehr als 1000 sind. Und sie finden Hilfe für ihre Reise in der Türkei. 800 Kilometer gemeinsame Grenze hat die Türkei allein mit Syrien. Und der IS kommt der Türkei immer näher. Antakya, die Hauptstadt der Provinz Hatay. Von hier sollen schon zu Beginn des Krieges Waffen an die syrische Opposition geliefert worden sein, gegen Assad. Und heute auch an die Terrormiliz IS. Eine Drehgenehmigung bekommen wir nicht. Die Provinzverwaltung verweist uns schroff ans Außenministerium. Von dort keine Antwort. Der Oppositionspolitiker Mehmet Edibolu glaubt, den Grund zu kennen. Der türkische Staat unterstütze aktiv oder dulde zumindest die Unterstützung der IS. Die ganzen Aktivitäten hier an der Grenze dürften dem Geheimdienst nicht entgehen. Ärzte aus dem Krankenhaus haben ihm ein Foto geschickt. Es zeigt einen hohen IS-Offizier. Er wurde im Mai dieses Jahres hier behandelt. Gibt es denn weiterhin Unterstützung aus der Türkei für die Terrorgruppe IS? Die Unterstützer machen auch heute noch weiter, doch sie sind vorsichtiger geworden, weil man sie erwischt hat. Noch immer kommen Schiffe in Iskenderun an mit Waffen an Bord. Dafür haben wir Beweise. Ein Beispiel. Am 19. Januar wurden einige LKW gestoppt. Verdacht auf Ausrüstung und Waffen für die IS. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Was daraus wurde, ist bis heute nicht bekannt. Der Staatsanwalt mittlerweile entlassen. Wir fahren nach Rehanli. Was uns auffällt? Jede Menge Autos mit syrischen Kennzeichen. Hier leben viele vor dem Krieg geflohene Syrer bei Verwandten, auch in Flüchtlingslagern.
Aber auch viele unbekannte Männer halten sich in der Stadt auf, die man nur nachts zu sehen bekommt, berichten Einwohner. Darüber reden will kaum einer. Tamer Apish ist Spediteur und hat schon jahrelang vor den Gefahren gewarnt. Deshalb sind er und sein Bruder selbst ins Fadenkreuz der IS-Unterstützer geraten. Auf sie wurde gezielt geschossen. Hier, durch dieses Fenster, ist die Kugel eingedrungen, erklärt er. Dort an der Wand abgeprallt. Die Polizei habe später festgestellt, dass es sich dabei um Munition aus einem Scharfschützengewehr handelte. Wie läuft denn die Unterstützung hier auf den Dörfern an der Grenze ab? Plötzlich gibt es Stromausfall. Dann kommen Lastwagen mit Ankara-Kennzeichen ins Dorf. Begleitet von zwei Fahrzeugen, die Störsender dabei haben, damit die Handys nicht mehr funktionieren. Dann werden dort Waffen geladen. Wenn die Lastwagen weg sind, ist der Strom wieder da. Eine Unterstützerszene gibt es nicht nur in der Grenzprovinz Hatay. So trafen sich im Juli Hunderte von Mitgliedern der radikalen Takwa-Gruppe, auf Deutsch Gottesfurcht, zu einer Solidaritätsveranstaltung in Istanbul. Mein Gott sei mit den Dschihadisten, die in deinem Namen kämpfen, sagt der Vorbeter. Beschütze sie und nehme sie in dein Paradies auf. Ihr Ziel, ein großes Kalifat ohne Grenzen. Die Vorboten waren auch schon im Libanon. Ein Café in Beirut. Vier Männer, alle gläubige Sunniten, sehen sich ein Propagandavideo der ebenfalls sunnitischen Extremisten des IS an. Die Brutalität der Bilder spiegelt sich im Entsetzen der vier. Was man in diesem Video sieht, hat nichts zu tun mit irgendetwas Menschlichem oder mit Religion. Mit keiner Religion. Wir sehen keine Menschen, sondern Hyänen, Vampire. Sie töten um des Tötens willen. IS, sagen sie, habe innerhalb kurzer Zeit zerstört, was friedliebende Muslime über Generationen aufgebaut haben. Selbst wenn ich Sunnit bin, töten sie mich, wenn ich nicht ihrer Meinung bin. Jeder Andersdenkende wird umgebracht. Schaut doch mal, was sie in Asal gemacht haben. Sie haben Sunniten getötet. Dort gibt es gar keine Schiiten. Arsal, der erste Ort, an dem der Terror auf den Libanon übergriff. Fünf Tage wüteten die Islamisten in Arsal, bis sie von der Armee wieder vertrieben wurden. Kinder spielen mit den Hinterlassenschaften der Kämpfe, die Dutzende von Menschenleben forderten. Einige Soldaten und Polizisten sollen sich noch in der Hand der Extremisten befinden. Keine zwei Autostunden von Arsal entfernt, Beirut, die Hauptstadt des Landes, in dem zu etwa gleichen Teilen Christen, Schiiten und Sunniten nebeneinander leben. Keineswegs immer friedlich. Zwei religiös geprägte Kriege haben den Libanon zerrissen. Und jetzt die Bedrohung durch die IS-Extremisten, die ihr selbsternanntes Kalifat bis in den Libanon ausdehnen wollen. Unter den Augen des Westens, der jahrzehntelang zugesehen habe, wie sich der Terrorismus im Nahen Osten ausgebreitet habe, sagt der Sheikh der Imam Ali Moschee. Die westlichen Länder haben die Diktaturen in Syrien, im Jemen oder im Irak unterstützt, ohne nach deren Legitimität zu fragen. Wie viele Kinder wurden durch Chemiewaffen getötet in Syrien? Wie viele durch Raketen und Fassbomben? All das passiert, während der Westen zusieht, als würde man Schafe schlachten, nicht Menschen. Auch die vier Männer im Café haben den Verdacht, dass niemand dem Islamischen Staat ernsthaft Einhalt gebieten wolle. Die Angst ist groß. Sie haben lange überlegt, ob sie sich vor eine Kamera wagen sollten. Denn sie müssen befürchten, dass der Terror übergreifen wird auf den Libanon, auf ihr Leben. Was kommt da noch auf uns zu, meine Damen und Herren? Ich begrüße hier im Studio den Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Thomas Gutschka, und Herrn Ayman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie da sind. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Frage, wer sind eigentlich die IS-Kämpfer, Herr Gutschka? Wir wissen gar nicht so viel über die, aber wir wissen etwas über die Geschichte dieser Organisation.
Sie hat ihre Wurzeln im Irak, im Widerstand gegen die Amerikaner dort. Es gab sehr viele Terroranschläge, auch in den Jahren, wo die Amerikaner dort noch waren. Man hat versucht, diese Gruppen waren treu zu Saddam Hussein und haben auch den Krieg dort geführt, dann Bürgerkrieg gegen die Schiiten. Dann hat man einen Ableger gegründet in Syrien. Das wurde dann die Al-Nusra-Front. Es gab zu dieser Zeit eine Verbindung, enge Verbindung zu Al-Qaida. Moment, wir reden jetzt von welcher Zeit? 2005? Wir reden jetzt über, also dieser Ableger ist gegründet worden Ende 2011, Anfang 2012. Also als der Bürgerkrieg dort schon im Gange war. Das war die Al-Nusra-Front. Und als diese Front ist dann immer stärker geworden und ungefähr Mitte 2013 hat der Gründer, der im Irak saß, Abu Bakr al-Baghdadi, versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen über diese Gruppe und sie zu vereinigen mit seinen Kämpfern und damit eben eine grenzüberschreitende Kraft zu schaffen. ISIS, ISIL, ja, je nachdem, wie man das ausspricht. Oder IS heißt es ja jetzt. Jetzt heißt es so, aber damals hieß es noch ISIS. Ja. Ein Teil dieser Al-Nusra-Front ist ihm gefolgt, der andere Teil ist ihm nicht gefolgt. Es gab also eine Spaltung. Aber diese Kämpfer, die sich ihm angeschlossen haben, das war der harte Kern. Das waren kampferprobte Leute, die ja in Syrien anderthalb Jahre lang schon sozusagen härteste Gefechte gemacht hatten, die auch Waffen erbeutet haben, die sehr schlagkräftig waren. Und die haben dann eben in einer für uns kaum glaubhaften Vorwärtsbewegung Territorium erobert. Sie sind Anfang dieses Jahres, im Januar, im Irak eingefallen, haben Fallujah für mehrere Tage besetzt. Dann hat man sie zurückgedrängt. Aber wie man eben sieht, war das nur ein zeitweiliges Zurückdrängen. Sie sind immer stärker geworden und haben dann eben über den Sommer hinweg ungefähr ein Drittel des Iraks unter ihre Kontrolle gebracht und sind jetzt dadurch von einer Terrororganisation zu einem organisierten Gemeinwesen geworden, durch Terror zusammengehalten, natürlich nicht durch demokratische Strukturen, und nennen sich Islamischer Staat. Da möchte ich einhaken, Herr Masiek, Islamischer Staat, was ist denn da islamisch dran? Gar nichts. Diese Menschen oder diese Mörder kennen wir ja schon mit ihrer Machart in Syrien. Es ist richtig, wenn man sagt, es ist ursprünglich aus Irak, aber sie haben eine Rückzugsmöglichkeit gehabt in Syrien und konnten da operieren. Während die Welt weggeschaut hat vor den Gräuel des Assad-Regimes gegen das syrische Volk, konnte ISIS im Schatten dieser ganzen Gemengelage nicht nur Territorium, fast Nordsyrien ist ja mit jetzt von ISIS besetzt, einnehmen, sondern konnte mal in der Kollaboration zusammen mit Assad-Regime, mal dagegen, mal haben sie sich dann der FSA, also der Freien Syrischen Armee, angedient, dann jetzt kämpfen sie gegen sie. Über diesen Weg, Sekunde, ganz wichtig, das ist schon wichtig, konnte der Nährboden entstehen, dass sie solch eine starke Organisation waren. Und deswegen finde ich die Bemerkung, so zufällig aus dem Freien sind die dann entstanden, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das Wegschauen der arabischen Welt und der westlichen Welt, die Unterlassung der humanitären Hilfe, das ist der Nährboden gewesen für ISIS in Syrien. Da kommen wir gleich noch zu, und wir werden auch noch mal die Frage behandeln, was denn das mit Islam zu tun hat. Überall auf der Welt rekrutiert der Islamische Staat Nachwuchs. Es sollen sogar 60 Australier für den IS in Syrien kämpfen. Dazu kommen noch ein paar Dutzend Unterstützer in Australien. Diese Dschihadisten planten, willkürlich ausgewählte Opfer öffentlich vor laufender Kamera zu enthaupten. Die Polizei hat den Plan vereitelt, bei der größten Antiterror-Razzia in der Geschichte Australiens. Hubschrauberunterstützung in der Nacht. 800 Einsatzkräfte schwärmten in den Städten Sydney und Brisbane aus. Die größte Polizeirazzia, die Australien je gesehen hat. 2 Dutzend Durchsuchungsbefehle, 15 Festnahmen. Der Präventivschlag gegen den Terror scheint gelungen zu sein. Wir hatten Hinweise, dass ein Australier, der in der IS-Terrororganisation eine hohe Position einnimmt, sein Netzwerk in Australien aufgefordert hat, hier demonstrativ Tötungen durchzuführen.
Es ist also nicht nur ein Verdacht, der uns zum Handeln brachte, sondern es ist eine festgestellte Absicht. Ein perfider Plan. Offenbar wollte die militante Gruppe in Sydney ein zufälliges Opfer suchen, in eine Flagge der IS wickeln und vor laufender Kamera enthaupten. Es wäre das Muster, mit dem die Organisation Islamischer Staat weltweit Entsetzen und Angst hervorruft. Mit Mord und Terror wirbt sie für sich und beherrscht ihr sogenanntes Kalifat in Teilen Iraks und Syriens. IS hat Zustrom von Kämpfern aus aller Welt. In einem Propagandavideo heißt es, wir haben Brüder auch aus Australien. Es gibt mindestens 60 Australier, von denen wir wissen, dass sie im Mittleren Osten für IS oder andere Terrorgruppen kämpfen. Daneben gibt es mindestens 100 australische Unterstützer. Ich bedauere, das sagen zu müssen, aber es gibt ein Netzwerk von Menschen in diesem Land, die die australische Lebensart einerseits selbst genießen und uns andererseits Böses wollen. Bei den Festgenommenen der letzten Nacht soll es sich vor allem um gebürtige Afghanen handeln. Ein 22-Jähriger soll telefonisch den Auftrag zum Terror erhalten haben. 20 inzwischen nach Australien zurückgekehrte Kämpfer sehen die Geheimdienste als akute Bedrohung. Australien hatte vor Tagen schon eine Anschlagswarnung herausgegeben. Einige Verdächtige hielten in der Nachbarschaft in Sydney mit ihrer Ansicht nicht hinter dem Berg. Ein paar Jungs sind mit einer schwarz-weißen arabischen Flagge an der Kirche vorbeigelaufen und haben geschrien, wir werden euch Christen töten und eure Kinder schlachten. Australien werde dem Terror möglichst immer einen Schritt vorausbleiben, ließ Premierminister Tony Abbott heute wissen und unterstrich die eigene Kampfbereitschaft mit der Nationalhymne. Herr Masiek, auch Deutsche kämpfen für den IS in Irak und in Syrien. Wie werden die rekrutiert eigentlich? Die Frage möchte ich eingehend beantworten. Aber vielleicht noch einen Teil zum Ersten. Die ISIS schlachtet nicht nur Christen und Jesiden ab, was schlimm genug ist, sondern sie schlachten dort auch Muslime ab. Und das ist insbesondere in Syrien deutlich geworden. Dort sind Gräueltaten verübt worden in größerem Ausmaß, wo, wie gesagt, die Weltgemeinschaft weggeschaut hat. Und das ist einer der Wegbereiter auch dieses brutalen Vorgehens. Sie sind sozusagen schon geübt. Sie haben sich da schon ausgetobt auf diese Weise. Kreuzigung von Muslimen selber. Also nicht nach dem Motto, tritt zum Islam über, sondern man hat muslimische ganze Dörfer ausgeradiert auf diesem Weg. Ich glaube, das ist deutlich, das muss man immer wieder hervorheben, weil es gibt so ein Vorurteil, als ginge es nur gegen Nicht-Muslime. Das ist nicht der Fall. Und es geht vor allen Dingen in erster Linie auch gegen Muslime. Sie selber sind auch persönlich betroffen. Sie haben Familie in Aleppo. Richtig, in Syrien. Und deswegen sind wir ja auch da dran. Also väterlicherseits, meine Mutter ist ja Deutsche, aber väterlicherseits haben wir Familie in Syrien selbst und auch in Aleppo. Und deswegen geht uns das natürlich auch sehr, sehr nahe, was da passiert. Und das sind Gräueltaten, die wir ja schon seit mehreren Jahren kennen. Sie werden jetzt in Irak diskutiert. Und unsere Position auch als Zentralrat ist, wenn wir schon einen großen Fehler gemacht haben mit Syrien, dann möge man diesen bitte nicht in Irak wiederholen. Das heißt, dort schütze man bitte die Volksgemeinschaften und Gruppen, ob das Jesiden, Christen und andere sind, vor dem Völkermord. Wenn man es schon aber versagt hat in Syrien, dann heißt das nicht, dass wir in Irak noch mal versagen. Kommen wir bitte noch mal zur Rekrutierung der Deutschen für den IS. Wie geht das? Über die Salafisten heißt es. Wie genau? Ja, das ist mir. Wir müssen da schon ein Stück weit genauer schauen. Welche Gruppen oder Personen sind das? Das sind ja meistens Aussteiger hier aus Deutschland oder in Deutschland, meistens welche mit die Ausbildung abgebrochen haben, aus Milieus kommen, aus Familien, zerrütteten Verhältnissen und anderes mehr. Und sie suchen eine Betätigung, eine Möglichkeit. Und dann gibt es ganz verschiedene Motivationen. Machtausübung, kriegen auch Geld. Sie haben die Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise zu verwirklichen. Und dann wird noch obendrein das Religiöse draufgespült, nach dem Motto, alles, was du machst, ist sakrosant, alles ist klar. Und selbst wenn du stirbst, bist du sozusagen auf der sicheren Seite. Und das ist natürlich für eine bestimmte
Personengruppe durchaus reizvoll. Wir kennen dieses Phänomen auch aus anderen Bereichen, das Söldnertum, das man sozusagen vermacht, oder auch die Lust am Töten. Es ist manchmal die Lust, anderen Gewalt anzutun. Vielleicht hat man selbst Gewalterfahrungen erfahren und erlebt. Und die Rekrutierer gehen da ganz perfide vor. In der Regel kommen ja Neosalafisten oder Jugendliche mit extremen Vorstellungen gar nicht mehr in unseren Gemeinden. Das ist eigentlich schade, sag ich mal. Und zwar deswegen, weil die sagen, da wird sowieso ein weichgespülter Islam gelehrt, da gehen wir erst nicht hin. Das heißt, diese Gruppen rekrutieren oder organisieren sich sowieso außerhalb der Gemeinden. Also Sie haben da gar keinen Zugriff mehr auf die? Kaum noch. Und wenn wir Zugriff haben, dann ist der, kann man vielleicht erahnen, dass das ein solcher ist, einer, der vielleicht andere Vorstellungen hat, kommt vielleicht zum Gebet oder so und geht dann wieder. Eigentlich bräuchten wir Qualifizierungsmaßnahmen für Imame, für Vorstände, den richtig anzusprechen, weil wenn ich den einmal am Tisch habe, kann ich ihn schnell kriegen, weil ich deutlich mache, dass er nicht nur unislamisch ist, sondern völlig auf dem Holzweg ist, um nicht zu sagen, völlig auf dem Sündenweg. Und das, wir kriegen gar nicht die Situation, dass das so eine, also es kommt gar nicht zu dieser Situation, ihn wirklich zu bekommen. Aus mehreren Gründen, wenn ich das nur sagen darf, die Gemeinden selbst haben mehr Angst, im Verruf zu geraten, am Pranger zu stehen am nächsten Tag, wenn bekannt wird, dass so einer in der Moschee war, als dass sie Angst haben, dass dieser Mensch vor die Hunde geht. Das ist die derzeitige Situation. Und deswegen werben wir für ein Präventionsprojekt oder Präventionsmaßnahmen, A, den muslimischen Gemeinden mehr zuzutrauen und B, zuzulassen, auch in unserer etwas religionsskeptischen Zeit, religiöse Ansprache, weil so kriege ich die. Und nur, ich kriege sie nicht mit American Way of Life, sondern ich kriege sie, indem ich sie religiös anspreche und sage, hör mal, du bist sowas auf dem Sündenweg. Wenn du das machst, was du jetzt machst, bist du einer, der fehlerhaft ist in jeder Hinsicht. American Way of Life, das Stichwort. Vielen Dank bis hierhin. Viele Menschen machen die USA für die Verbreitung des IS-Terrors zumindest mitverantwortlich. Denn die Amerikaner unter Präsident Bush führten seit 2003 den Irakkrieg, was dazu führte, dass die irakische Staatsmacht zerfiel. Dieses Machtvakuum konnte der IS nutzen. Nun, knapp 3 Jahre, nachdem der letzte amerikanische Soldat den Irak verlassen hat, schmieden die Amerikaner wieder eine weltweite Koalition zur Rettung des Iraks, diesmal gegen den Terror. Am Boden sollen jetzt andere kämpfen, zum Beispiel die Kurden. Präsident Obama erläuterte seine Militärstrategie gegen den IS auf dem Stützpunkt in Tampa im Bundesstaat Florida. In an uncertain world. In einer unsicheren Welt voller atemberaubender Veränderungen gibt es eine Konstante, die Führung durch Amerika. In einer Welt, in der die Technik einer kleinen Gruppe von Mördern die Möglichkeit bietet, schrecklichen Schaden anzurichten, hat Amerika die Fähigkeit und hat den Willen, die Welt gegen Terroristen zu mobilisieren, auch gegen die sogenannte ISIS-Gruppierung in Syrien und im Irak. Unsere Nachrichtendienste haben noch nicht besondere Anschlagsplanung gegen Amerika festgestellt, aber unsere Verbündeten wie wir sind bedroht worden. Und zurzeit geht es vor allem um die Bevölkerung des Iraks, Syriens, des ganzen Nahen Ostens, einschließlich unserer Botschaften, Konsulate und so weiter. Und wenn wir nicht dagegen vorgehen, kann das eine große Bedrohung auch für die USA werden. Im letzten Monat habe ich deshalb unserem Militär die Weisung erteilt, gegen ISIS vorzugehen. Und unsere großartigen Piloten und Besatzungen haben mit ihrer Hilfe seitdem mehr als 160 Luftschläge gegen die Terroristen vollzogen. Wegen ihrer Bemühungen haben wir unsere Mitarbeiter, unsere Einrichtungen schützen können und ISIS-Kämpfer töten können. Irakische und kurdische Kräfte haben entscheidende Gebiete zurückerobern können. Unsere Partner vor Ort haben Belagerungen durch ISIS aufheben können. Zivilisten geholfen, die oben auf den Bergen nicht weg konnten. Tausende von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern sind gerettet worden. Das haben sie geleistet. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass wir ISIS zurückdrängen werden und letztlich vernichten werden durch eine umfassende Antiterrorstrategie. Ob nun im Irak, in Syrien, die Terroristen werden jedenfalls das Gleiche erfahren müssen wie die Führung von Al-Qaida.
Wir meinen, was wir sagen. Wir haben einen langen Arm. Wer Amerika bedroht, wird keine Zuflucht finden. Wir werden alle letztlich aufspüren. But, and this is something I want to emphasize, this is not and will not be America's fight alone. Aber, und das will ich unterstreichen, das hier ist nicht allein der Kampf Amerikas und wird es auch nicht sein. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass Amerika schon einiges ausmacht, in entscheidender Form. Die amerikanischen Kräfte im Irak haben keinen Kampfauftrag. Sie werden Unterstützung leisten für irakische Bodenkräfte, wenn die für ihr eigenes Land gegen die Terroristen vorgehen und kämpfen. Als ihr Oberkommandierender werde ich nicht Sie und unsere übrigen Streitkräfte in einen weiteren Bodenkrieg im Irak hineinführen. Nach einem Jahrzehnt massiver Einsätze vor Ort am Boden ist es effektiver, wenn wir unsere einzigartigen Möglichkeiten nutzen, unsere Partner am Boden zu unterstützen, damit sie die Zukunft ihrer eigenen Länder sichern können. Das ist die einzige Lösung, die langfristig zum Erfolg führen kann. Wir werden unsere Luftstreitkräfte einsetzen, unsere Partner ausrüsten, schulen. Wir werden Hilfestellung leisten. Wir werden alle einbringen, die hier auch betroffen sind. Die ganze Region kämpft gegen ISIS. Die ganze Welt lehnt die Brutalität von ISIS ab und will eine bessere Zukunft für unsere Kinder und unsere Enkel haben, für alle. Wir werden das also nicht allein tun. Etwas haben wir gelernt. Wenn wir etwas allein anpacken und die Völker der anderen Länder nicht mitmachen, nicht selbst etwas leisten können, ist es so, dass wir dann irgendwann abziehen und die alten Probleme wieder von vorne beginnen. Wir müssen das anders machen. Und deshalb haben wir in den letzten Wochen eine Koalition aufgebaut, die uns dabei helfen soll. Und wenn wir richtig führen, dann kommen auch immer mehr Nationen zusammen. Mehr als 40 Staaten haben bisher Hilfe angeboten für eine breit angelegte Anti-ISIS-Kampagne. Der amerikanische Präsident Obama hat also seine Militärstrategie dargelegt und dabei auch noch einmal klargemacht, entgegen vorheriger Spekulationen, dass er Bodentruppen nicht entsenden möchte. Herr Gutschka, was halten Sie von dieser Militärstrategie? Also es ist zunächst mal verständlich, dass die Amerikaner nach den Erfahrungen, die sie im Irak gemacht haben, darauf dringen, dass sie jetzt eine Koalition brauchen und dass sie es nicht alleine tun können. Das ist auch richtig. Also es kann nicht sein, dass die Amerikaner, nachdem sie nun nach den Erfahrungen dort mit vielen tausend Toten aus dem Land rausgegangen sind, jetzt ein Replay machen dieser Strategie. Die hat nicht funktioniert. Sie brauchen Verbündete. Die Frage ist, ob es reicht, diese Verbündeten aus der Luft zu unterstützen. Aber beim Irakkrieg hatten sie auch Verbündete. Sie sind ja nicht alleine reingegangen. Naja, aber das waren eben nicht die Verbündeten. Es waren die Kurden natürlich, die sich damals ihnen angeschlossen haben. Es gab natürlich auch die Schiiten, die davon profitiert haben. Aber das Entscheidende jetzt wird sein, dass man die Nachbarländer einbezieht, dass sie auch ihre Verantwortung übernehmen. Wir haben ja jetzt schon einen Konflikt, der nicht mehr auf ein Land begrenzt ist, sondern es gibt de facto keine Grenze mehr zwischen Syrien und dem Irak. Das ist eine große Herausforderung. Militärisch, rein militärisch gesehen, ist die Frage, ob es reicht, aus der Luft Angriffe zu fliegen. Die Amerikaner haben das getan. Sie konnten den Mosul-Staudamm auf die Weise zurückerobern. Am Boden waren es die Kurden, aber es waren ungefähr 100 Luftangriffe, die da geflogen worden sind. Nur wir erleben ja jetzt Kämpfe in Bevölkerungszentren, wo Zehntausende, teilweise Hunderttausende Menschen leben. Man kann in diesen Gegenden nicht aus der Luft bombardieren, weil die Zahl ziviler Opfer viel zu hoch ist. Also früher oder später kommen Bodentruppen, sagen Sie. Herr Masiek, wie ist da Ihre Meinung? Ich denke, in der Tat, man muss den Mix suchen. Geht nicht anders. Und das ist, glaube ich, die Krux und die Herausforderung. Ist in der Tat so, wie Sie richtig gesagt haben, es gab schon eine Allianz früher, aber diese Allianz hat eine andere Qualität, weil die Nachbarstaaten mit dabei sind, mit Soldaten, mit Geld und mit Strukturen. Das hat noch schon noch mal eine andere Qualität. Ich glaube auch, dass natürlich die Barbarei mit eine Rolle spielt und auch vielleicht die Sehnsucht,
dass diese Allianz doch mal eine andere Seite aufschlägt. Weil bisher sind diese Interventionen ja alle fehlgeschlagen. Aber kommen wir noch mal zu den Bodentruppen. Es ist ja nicht so, dass da niemand am Boden ist. Da sind die Kurden. Aber reicht es, die Kurden einfach zu bewaffnen? Oder müssen da möglicherweise auch, die Iraner werden nicht im Irak kämpfen, aber möglicherweise dann andere Nationen im Irak dann aktiv tätig sein mit Soldaten, Herr Gutke? Also man muss aufpassen, wenn diese Region hat ja ein sehr prekäres Gleichgewicht zwischen einzelnen Einflussmächten. Und die beiden wichtigsten Player sind sicher an den Grenzen. Iran als Vormacht der Schiiten und Saudi-Arabien als Vormacht der Sunniten. Diesen Konflikt jetzt austragen zu lassen auf irakischem Boden wäre sicher das Falsche. Entscheidend ist zunächst mal zum Beispiel, die Saudi-Arabien hat die Präsenz seines Militärs in der Grenzregion massiv erhöht. Natürlich auch, weil sie fürchten, dass der Islamische Staat auch nach Saudi-Arabien eindringt. Die haben ja schon gesagt, dass sie Jeddah und Mekka erobern wollen. Also es ist wichtig, dass hier erstmal die Grenze geschlossen wird, dass die Möglichkeit einzusickern genommen wird. Das entscheidende Land wird sicher die Türkei sein. Die Türkei ist in einer sehr schwierigen Lage. Sie fürchtet einerseits die Unabhängigkeit der Kurden, insbesondere in Syrien. Im Irak hat man sich damit arrangiert. Deswegen hat sie eine Zeit lang auch islamistische Kämpfer unterstützt. Es ist schwer zu sagen, wie stark, aber es gab Unterstützung, es gab auch Waffenlieferungen. Und man muss jetzt sehen, dass die Prioritäten neu geordnet werden. Die oberste Priorität aller Staaten der Region muss sein, zu verhindern, dass der Islamische Staat dort Fuß fasst und immer größere Gebiete destabilisiert. Immer größere Gebiete. Ich komme gleich noch zu Ihnen. Ich möchte das Stichwort nur gerade aufgreifen. Denn im Juni rief die Terrororganisation Islamischer Staat ein Kalifat in Syrien und im Irak aus. Dort, wo sie die Macht übernommen haben, setzen die IS-Terroristen mit brutaler Gewalt die Scharia durch. Ihr Weltbild verbreiten sie über Propagandavideos im Internet. Auf dem Bildschirm ein Kämpfer der ISIS. Und dann verliest eine Stimme eindringlich folgende Erklärung. In den Städten des Irak regiert der Islam. Und heute vollenden wir unseren Traum. Ein Kalifat, das von Aleppo in Syrien bis Diyala in den Osten des Irak reichen wird. Anführer aller Muslime in diesem Kalifat soll Abu Bakr al-Baghdadi werden. Der Anführer der ISIS. Von Washington steckbrieflich gesucht, für Hinweise auf seinen Aufenthaltsort sind 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Ein Terrorist, der sogar twittert, mit mehr als 5000 Anhängern. Der ISIS sind ihre Erfolge zu Kopf gestiegen. Sie rufen das Kalifat aus, aber so weit ist es doch lange noch nicht. Das hat nichts mit der tatsächlichen Situation im Land zu tun. Auch wenn sie militärisch immer weiter vorrücken. Zur gleichen Zeit gehen die Kämpfe um die Stadt Tikrit weiter. Das Fernsehen zeigt Bilder von stürmenden irakischen Einheiten. Das Verteidigungsministerium meldet, die Armee habe die Geburtsstadt Saddam Husseins wieder zurückerobert. Die ISIS dementiert, die Meldungen widersprechen sich. Immer weitere Truppen werden in die Region um Tikrit verlegt. Amerikanische Abrams-Panzer, Bagdads Armee ist gut ausgerüstet. Es fehlt die Entschlossenheit, den Fundamentalisten Widerstand entgegenzusetzen. Sie trugen Frauenkleider und wir haben sie wie Hunde aus der Stadt gejagt. Das ist so etwa das Schlimmste, das man über einen Muslim sagen kann. Der Verkündigung des Kalifats versuchen die Generale, angebliche militärische Erfolge entgegenzusetzen und die Fundamentalisten zu beleidigen, lächerlich zu machen. Neue Kampfjets kommen aus Russland. Moskau liefert die ersten Flugzeuge, die Bagdad vor einiger Zeit schon geordert hatte. Darüber hinaus ist der Kreml in diesem Konflikt erstaunlich schweigsam. Syrien und der Irak existieren nicht mehr, sie sind von den Landkarten getilgt. Die Zukunft gehört dem Islam allein, verkündet die Stimme. In Bagdad steigen erneut Furcht und Angst. Nur noch 30 Kilometer ist die ISIS an einigen Stellen von der irakischen Hauptstadt entfernt. Herr Masiek, der sogenannte islamische Staat will ja nun ein Kalifat gründen in Syrien und Irak. Er hieß ja auch früher ISIS, das I für Irak, S für Syrien. Aber das geht doch, die Ambitionen gehen weit darüber hinaus. Ja, ich finde es gut, dass Sie gerade gesagt haben, so genannt. Ich glaube, wir müssen, ich habe auch letzte Woche in der Bundespressekonferenz in Berlin dafür geworben, dass wir den Missbrauch dieser Mörderbande
von islamischen Insignien und die im islamischen Kontext positiv besetzt sind, islamischer Staat oder andere Dinge, dass wir die nicht einfach eins zu eins übernehmen. Was sollen wir machen? Sie haben es gerade gut gesagt. So genannt. Das war es wichtig. Ja, es ist ein kleiner, aber es zeigt eine Distanz, eine kritische Distanz zu diesen Sachen. Wenn wir sie einfach eins zu eins übernehmen, übernehmen wir am Ende auch deren Propaganda. Was hat das mit Islam zu tun, was Sie da machen? Gut. Das ist gar nicht gut. Nein, das ist ja die Herausforderung Ich habe es verstanden. Ja. Ich möchte jetzt noch mal zu ISIS gehen, zu Irak und Syrien. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit das verstanden hat. Das ist eine Terror- und barbarische Gruppe, denen geht es um Macht, denen geht es um Territorium, denen geht es um Geld, denen geht es um Machtausübung in den Gebieten und sie benutzen diese perfide Methode. Mit Angst und Schrecken, mit Kreuzigungen, mit Tötungen und zwar auf bestialische Art und Weise. Sie machen es manchmal so propagandistisch, sie müssen einfach nur sagen, wir gehen in dieses Dorf. Und es reichen, wenn nur ein Jeep dahin fährt und das Dorf ist schon fast leergefegt, aus der Angst heraus. Das ist deren Art und Weise. So gehen sie auch in die Flächen rein. Das heißt also, diese Propaganda sollten wir nicht noch damit unterstützen. Und dann, das ist mein Anliegen, unterfüttern wir es doch bitte nicht mit religiösen Insignien. Wie zum Beispiel? Ja, islamischer Staat. Extremistisch, terroristisch, das sind die Sachen, die sie ansetzen. Sie missbrauchen, ziehen den Islam in den Dreck. Es hat gar nichts, nicht nur nicht mit den Sachen zu tun, sondern es ist fernab der Zivilisation, fernab von jener Religion, fernab von jeder Ethik, was dort gemacht wird. Und der Muslim empfindet Scham und ist angewidert. Ist angewidert vor diesen Menschen, die ihre Insignien und ihre Religion so in den Dreck ziehen. Deswegen war nur mein Ersuchen, machen wir es ein bisschen kritisch, ein bisschen kritischer. So, ja, wir mit Anführungsstrichen, ja, so genannt und so weiter. Terror, Miliz, IS, genau. Aber ich verstehe auch, dass Sie besonders angefasst sind als Muslim, dass da eine Terrororganisation sich mit ihren Begriffen da... Drücken wir es so raus, ich bin angewidert. Herr Gutschka, jetzt noch mal gerade zu der territorialen Ausdehnung. Das geht über Irak und Syrien hinaus. Genau, der Anspruch, also das S in ISIS steht eigentlich für Großsyrien, also für ein historisches Gebiet, was viel weiter ist, was auch den Libanon umfasst. Jordanien gehört hier mit dazu, die Levante, die historische Levante. Und der Hauptunterschied zwischen Al-Qaida und dieser ISIS-Gruppe ist, dass Al-Qaida, deswegen hat man sich damals auch getrennt, als die Al-Nusra-Front eben zur Hälfte übergelaufen ist, zur anderen Hälfte nicht übergelaufen ist. Die Al-Nusra-Front wollte Bündnisse mit der lokalen Bevölkerung schließen. Sie wollte eigentlich nicht, dass Muslime töten, jedenfalls auf keinen Fall Sunniten, und wollte auf die Weise langsam wachsen. Diese Gruppe ist viel aggressiver. Sie ist sofort in die Fläche gegangen. Sie hat eine territoriale Eroberungsstrategie, was total ungewöhnlich ist. Al-Qaida hat sich ja auf einen asymmetrischen Kampf spezialisiert. Und diese Gruppe kämpft teilweise wie ein Heer. Sie fahren dann nicht mit Panzern, sondern mit Geländewagen. Aber inzwischen haben sie eben auch gepanzerte Geländewagen von den Amerikanern aus Beständen der irakischen Armee. Vielen Dank, Herr Gutschka. Ich möchte aber das noch mal aufgreifen, was Herr Masiek sagte, nämlich, dass die Muslime in Deutschland sich da ja auch sehr betroffen fühlen, wenn eine Terrororganisation so etwas macht und sich im Namen des Islam so geriert. Der Islamische Staat mordet auf bestialische Weise im Namen des Islams. Das geht nicht spurlos, natürlich nicht, an den Moslems in Deutschland vorüber. Immer mehr spüren sie die Abneigung und Ausgrenzung. Und deshalb riefen die Islamverbände ja nun auch erstmals zu einem Aktionstag gegen Hass und Unrecht auf. Ein Monat ist vergangen, seit der noch unfertige Anbau der Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg in Flammen stand. Auf allen drei Etagen wurden Spuren von Brandbeschleuniger nachgewiesen, mutmaßlich ein Anschlag. Die Ermittlungen laufen. Also wir sehen seit 2,5 Jahren ungefähr einen sehr rasanten Anstieg um fast 50% bei Moscheeübergriffen. Und in den letzten Monaten hat sich die Qualität auch noch mal verschlimmert. Bilder von Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat, die im Namen ihrer Religion morden, gelten als möglicher Grund für islamfeindliche Tendenzen und auch für mangelnde Solidarität. Berlins Innensenator hatte erst 2 Wochen nach dem Anschlag die betroffene Moscheegemeinde besucht. Für die Vertreter der Muslime in Deutschland eine Enttäuschung. Um es auf den Punkt zu bringen, meine Damen und Herren,
Ich bin ein Jude, wenn Synagogen angegriffen werden. Ich bin ein Christ, wenn Christen beispielsweise in Irak verfolgt werden. Und ich bin ein Muslim, wenn Brandsätze auf ihre Gotteshäuser geworfen werden. Um mehr Gemeinsinn zu erreichen, wurde ein Aktionstag ins Leben gerufen, unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht. Tausende Muslime haben in Deutschland gegen Rassismus und Extremismus demonstriert. Es gab Friedensgebete, Mahnwachen und Kundgebungen. Dadurch versuchen sich die Veranstalter von dem Terror im Namen des Islams abzugrenzen. Das wäre ja eigentlich nicht nötig, weil es sich von selbst versteht. Umso schlimmer, dass sie sich öffentlich erklären müssen. Ihre Hoffnungen und Erwartungen drücken die Vertreter der Muslime so aus. Wir erhoffen uns dadurch, durch das Vorleben eines friedvollen Miteinanders in Deutschland auch eine positive Signalwirkung auf die Konflikte im Nahen Osten. Das ist sehr wichtig. Wir zeigen hier, dass wir mit dem, was dort geschieht, nicht einverstanden sind. Das haben wir auch früher gemacht. Dazu haben wir uns auch früher geäußert. Und heute wollen wir noch mal gemeinsam gegen Hass und Ungerechtigkeit demonstrieren. Gotteshäuser sind Orte des Friedens. Sie gehören besonders beschützt und sie müssen mit einem besonderen Respekt begegnet werden. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das gilt für alle Gotteshäuser, Kirchen, genauso wie Synagogen und Moscheen. Deshalb rufen wir auch die Gesellschaft mit uns Muslimen gegen Hass und Unrecht Position zu beziehen. Wir sind eine bunte Gesellschaft und das ist ein Segen für unsere Gesellschaft. Es ist ein Segen für uns alle. Wir Muslime glauben, dass Allah uns unterschiedlich erschaffen hat, damit wir voneinander erlernen, damit wir es als eine Bereicherung erfahren. Wir wollen gegenüber dem Unrecht, was in der Welt, aber auch hierzulande passiert, nicht schweigen. Unrecht, welches von wenigen gemacht wird, aber dann groß wird, wenn die Mehrheit schweigt. Wenn die Mehrheit schweigt, wird das Ergebnis sein, dass es Angst gibt, dass die Angst größer wird und auch dass Hass entsteht. Hass zwischen unseren Völkern, zwischen unseren Gruppen und Religionen darf es in unserem Land nicht geben. Und deswegen wollen wir als Mehrheit nicht schweigen. Wir sind dankbar und wir sehen mit großem, mit auch einer gewissen Zufriedenheit, wie die Gesellschaft nicht schweigt, wenn Brandsätze auf Moscheen und Synagogen geworfen werden. Die Zahlen, die wir vom Bundesinnenministerium erfahren haben, sind aber da erschreckend und alarmierend. Sie haben gerade in den letzten Jahren zugenommen und in den letzten Wochen umso mehr. Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus, das gehört leider auch in Deutschland zum Alltag. Wie schwierig es ist, dagegen zu halten, wissen vor allem Lehrer. Immer wieder kämpfen sie in den Schulen gegen die Verbreitung von Feindbildern an und stehen damit ziemlich alleine da. Hier und da bekommen sie dann doch Unterstützung aus der Gesellschaft. Wir haben mal einen muslimischen Psychologen in Berlin begleitet, der sich tagtäglich gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzt. Er ist ein vielbeschäftigter Mann derzeit. Ahmad Mansur hetzt von Termin zu Termin. Der gebürtige Palästinenser engagiert sich, seitdem er in Deutschland wohnt, für Toleranz und gegen Fanatismus. Gerade auch unter jungen Muslimen. Auch jetzt ist der studierte Psychologe auf dem Weg zu einer Berliner Schule. Ein heikler Fall, weshalb die Verantwortlichen nicht gezeigt werden möchten. Es geht um eine Lehrerin, die uns angerufen hat, weil sie einen Schüler hat, der sich in den letzten Wochen sehr antisemitisch artikuliert, aggressive Einstellung gegenüber Juden hat. Und es geht darum, zusammen zu gucken, wie wir ihn erreichen können, wie wir mit ihm arbeiten können.
Mit Jugendlichen reden, Angehörige unterstützen. Schwerpunkt der Arbeit von Ahmad Mansur auch in der Beratungsstelle Hayat. Hier melden sich vor allem Familien, wenn sie den Verdacht haben, dass Sohn oder Tochter Kontakte zu radikal-islamistischen Kreisen haben. Gerade in den letzten Monaten wird der 38-Jährige immer häufiger um Rat gebeten. Wir haben alle fast 300% unserer Arbeitskraft, gerade weil viele Anfragen kommen, natürlich durch die mediale Aufmerksamkeit und dadurch, dass die Eltern auch mitbekommen haben, dass es hier eine Hilfestruktur gibt, dass sie hier anrufen, sich beraten lassen. Das ist erstmal gut, aber da brauchen wir viel mehr Mittel. Ahmad Mansur vertrat früher selbst extremistische Ideen. Heute ist es ihm auch deshalb umso wichtiger, junge Muslime zum kritischen Dialog aufzufordern. Dafür nimmt er Konflikte in Kauf, wenn er Teilen der Community antisemitische Tendenzen oder übersteigerte Ehrbegriffe vorwirft und dadurch auch Anfeindungen erfährt. Das macht mir aber keine Angst, weil mein Ziel ist, mit Jugendlichen zu arbeiten, Jugendliche zu erreichen, mit ihnen gewinnen zu arbeiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Haltungen in Frage zu stellen. Ich will keinen ihre Religion wegnehmen. Für seine Arbeit ist der 38-Jährige erst diese Woche mit dem Moses-Mendelssohn-Preis in Berlin ausgezeichnet worden. Ein kritischer Geist, der von den muslimischen Verbänden hierzulande mehr Engagement verlangt. Vor allem, wenn es darum geht, sich um anfällige Jugendliche zu kümmern. Es gibt viele, die auf die Kippe stehen, viele, die verunsichert sind, viele, die eigentlich die Diskussionen haben wollen. Mit denen müssen wir reden. Und leider sind die Verbände, die großen Verbände, in diesem Fall keine richtigen Partner, weil sie einfach entweder beleidigt sind oder die Opferrolle immer wieder übernehmen. Harsche Worte, die für den studierten Psychologen aber notwendig sind. 400 Deutsche sollen angeblich für die ISIS in Syrien kämpfen. Dass es nicht mehr werden, ist eines der großen Ziele von Ahmad Mansur. Kommen wir da gleich noch mal zu. Aber Herr Masiek, zunächst einmal, was macht dieser IS-Terror mit den Muslimen in Deutschland? Anschläge auf Moscheen haben zugenommen. Ja, die Frage ist, ob man jetzt direkt einen Kontext herstellen kann. Aber es ist in der Tat so, und das wissen wir insbesondere nach den Erfahrungen und auch den Erkenntnissen des NSU-Terrors in Deutschland, dass die Rechtsextremen in unserem Land natürlich eine Gemengelage, wo es Unsicherheit, wo es auch Ressentiments gegen bestimmte Minderheiten gibt, ausnutzt und versucht, dort Kapital zu schlagen. Die letzten Brandanschläge auf die Moscheen, beispielsweise in Bielefeld, in Berlin, in Oldenburg, in Mölln, deuten darauf hin, dass das diese Machart ist, nämlich kein Bekennerschreiben etc. hinterlassen, den Opfer größtmöglichen Nachteil oder größtmöglichen Nachteil geben, indem man sie hinterlässt sozusagen mit einem Anschlag und sie wissen nicht, woher das kommt, und spekulieren, dass die Gesellschaft sich nicht darüber empört. Das haben wir gespürt und deswegen haben wir auch so einen Aktionstag gemacht. Wir haben gesagt, für was stehen wir, welche Werte stehen wir. Wir haben gemeinsame auch Herausforderungen. Wir wollen nicht, dass Hass zwischen den Religionen und Volksgruppen da sind. Wir wollen unsere Aufgabe wahrnehmen als Teil dieser Gesellschaft. Aber über den Aktionstag hinaus, was muss geschehen? Wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen Qualifizierung von Imamen und Vorständen. Herr Mansur hat durchaus recht, wenn er sagt, da kann man noch mehr machen. Ich finde es nicht gut, dass er mit Schuldzuweisungen arbeitet, weil die Gemeinden wollen mehr tun. Sie haben aber auch begrenzte Möglichkeiten, auch finanzielle Möglichkeiten. Wir haben sehr viel investiert in Repression, wie wir gegen Terrorismus und Extremismus vorgehen. Das müssen wir, der Staat muss handlungsfähig sein. Aber was machen wir im Präventionsbereich? Da sind wir bereit, auch als Gemeinden was zu tun. Da müssen wir mehr tun. Herr Gutschka, eine andere Seite ist der IS-Terror in Deutschland, dass es eben viele Deutsche gibt, die auch dort kämpfen. Sind die besonders radikal? Was weiß man über die? Ja, das sind die radikalsten Kämpfer. Das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, das gilt auch für die Kämpfer, die aus Großbritannien kommen oder aus Amerika. Nicht? Es gibt oder Zahlen, Australien haben wir auch. Es gibt Zahlen, dass ungefähr 1000 Amerikaner dort kämpfen sollen. Keiner kann das ja so genau sagen. Aber klar ist, man weiß das jetzt, seitdem es diese Enthauptungsvideos gibt. Da tritt ein britischer Staatsbürger auf, der auch mit britischem Akzent spricht. Und auch andere Biografien, die man inzwischen nachvollziehen kann, zeigen ganz klar, hier sind Leute in den Dschihad gezogen, die nicht einfach so da reingewachsen sind, sondern die eine kriminelle Biografie schon hatten in ihren Heimatländern, die aufgefallen sind. Der hessische
Verfassungsschutz hat das untersucht vor einiger Zeit. Und da stellte man fest, dass die Hälfte bis ein Drittel, je nachdem in welcher Gruppe man sich das ansieht, vorher straffällig geworden war in Deutschland. Und da muss man natürlich auch sagen, dass hier die Strafverfolgungsbehörden eine andere Sensibilität brauchen. Es gibt Täter, die sind mehrfach schon festgenommen worden, mehrfach verurteilt worden, immer zu kurzen Strafen oder Bewährungsstrafen. Aber diese Täter tauchen dann plötzlich im Irak auf, verüben dort Selbstmordanschläge oder richten Geiseln hin. Und da müssen wir besser mit umgehen. Also ich denke, wir haben gesehen, der IS-Terror hat viel auch mit uns in Deutschland gemacht und mit uns zu tun und erfordert uns, Herr Gutschka, Herr Masek, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Wenn der IS-Terror Deutschland erreicht, was können und müssen wir tun? Darauf haben wir versucht, Antworten zu finden. Das Thema wird uns begleiten, natürlich auch hier auf Phoenix. Wir schließen dieses Thema mit einer Reportage aus dem Irak, dort, wo Iraker von deutschen Selbstmordattentätern getötet worden sind. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Sonnabend, 19. Juli 2014, morgens gegen 11.30 Uhr. Ein weißer PKW nähert sich dem Checkpoint im Stadtteil Abu Jir in Bagdad. Am Steuer sitzt ein junger Mann. Er will sterben. Er will morden. Eine Überwachungskamera hält den Moment fest. 54 Menschen sterben. Es waren Kinder, eins erst 5 Monate alt. Das ist doch eine Sünde. Eine Sünde. Der Attentäter nennt sich Abu Ka'ak al-Almani. Al-Almani heißt der Deutsche. Der Islamische Staat feiert seine Tat. Der Märtyrer Abu Ka'ak al-Almani, Gott sei ihm gnädig, hat eine Märtyreroperation in Abu Jir ausgeführt. Auf einmal ist es dann jemand, der aus unserer kleinen Stadt kommt, den man hier auch kannte und den hier auch viele geschätzt haben. Und das macht einen natürlich total oder macht viele total betroffen. Er konnte nur ganz wenig Arabisch. Ich habe ihn dann einfach zum Anschlagsort gebracht und ihm gesagt, das ist das Ziel. Wir wollen nicht, dass aus Deutschland der Tod in den Irak gebracht wird. Der Irak erlebt im Moment Tage der Gewalt. Bis auf etwa 50 Kilometer ist der Islamische Staat an die Hauptstadt Bagdad herangerückt. In den Vororten gibt es Attentate und Schießereien. Und an vorderster Front sollen auch Deutsche kämpfen. Sie sollen zu allem entschlossen sein. Die Fahrt führt in den Süden der Stadt. Der Stadtteil Abu Jir wird überwiegend von Schiiten bewohnt. Und die gelten dem Islamischen Staat als Abtrünnige, falsche Muslime und verdienen den Tod. Eine Regierungseskorte bringt das Team der ARD und der Süddeutschen Zeitung an den Ort, wo sich der Deutsche in die Luft gesprengt haben soll. Hier, nur wenige Meter, vor einem der vielen Checkpoints, die die Regierung errichtet hat. Am Vormittag des 19. Juli war der Platz voll. Autos standen Stoßstange an Stoßstange. Mittendrin der weiße PKW des Attentäters. Gefilmt von verschiedenen Überwachungskameras. Hier ist der Krater gewesen von der Explosion, sagen die irakischen Behörden. Und man sieht auch, dass die Straße hier an dieser Stelle, der Asphalt neu verfüllt und verfugt worden ist. Please, very fast. Okay. Yes. Place is very limited and we cut the line. Okay. And the... Okay. Wir können nicht lange hier bleiben aus Sicherheitsgründen.
Wenige Meter vom Anschlagsort entfernt stehen noch immer die verbrannten Autowracks. Sie zeigen, welche Wucht die Bombe entfacht haben muss. Es gab eine Familie in einer kleinen PKW, zwei Kinder und ein Mann und eine Frau. Die waren einfach Asche. Ich habe einen Laden da drüben, mein Büro. Mein Auto, Baujahr 2008, ist zerstört worden durch diesen Terroranschlag. Ich werde die Deutschen verklagen, denn das war ein Deutscher im Einsatz für den Islamischen Staat. Kurz nach dem Anschlag in Bagdad klingelt in einer Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets das Telefon. Ein Mann meldet sich in Ennepetal bei Familie C. Er überbringt die Nachricht. Der Sohn der Familie sei im Irak gefallen. Der Sohn heißt Ahmed C., 21 Jahre. Zunächst ein ganz normaler junger Mann. Bis vor kurzem noch spielte er Fußball. Ahmed wollte das Abitur machen. Um den Jahreswechsel geriet er in salafistische Kreise. Ein YouTube-Video zeigt ihn bei der Verteilung von Koranen in der Innenstadt von Wuppertal. Von nun an spielt der Glaube für ihn eine entscheidende Rolle. Da kam ein Bruder, hat für uns Trinken gekauft und fünf Minuten später kam ein anderer Bruder, der hat für uns Berliner gekauft. Alhamdulillah, yani, man merkt, unsere Geschwister denken an uns. Masha'Allah. Yani. Ahmeds Facebook-Seite dokumentiert seine Radikalisierung. Als Profilbild hat er den selbsternannten Kalifen des Islamischen Staates, Abu Bakr al-Baghdadi, gewählt. Bis zum vergangenen Jahr war Ahmed noch feiern mit Freunden, trank Alkohol, ein Mädchenschwarm. Dann interessierte er sich nur noch für den Islam, schließlich für den Heiligen Krieg. Anfang Juni reist er aus in den Dschihad. Erst nach Syrien, dann in den Irak. Er schreibt an seine Freunde in Deutschland, das Kalifat wurde ausgerufen. An alle in Deutschland, die noch schlafen, bewegt euch hierhin. Jan Schulte ist mit Ahmed in Ennepetal zur Schule gegangen, hat mit ihm regelmäßig Fußball gespielt. Die Bilder von Abu Ka'ak al-Almani kennt er aus dem Internet. Ist Abu Ka'ak eben jener Ahmed C. aus Ennepetal? Von der Statur her passt das Absolute, dass er das ist. Er war groß gewachsen, er war durchtrainiert. Auch diese Augenbrauenpartie und die Augenpartie, das sieht gepflegt aus. Und er war jemand, der sehr gepflegt war. Ein Restzweifel besteht immer, vor allem bei der Art und Weise, wie dieses Attentat verübt worden sein soll. Da ist ja nichts übrig geblieben. Wir gehen von einer großen Wahrscheinlichkeit aus, dass er der Attentäter war. Entsprechende Hinweise liegen vor. Ahmed C.'s Familie will nicht glauben, dass ihr Sohn der Attentäter war. Die Behörden halten dagegen seinen Werdegang für beispielhaft. Derzeit gehen wir von mindestens 5 Personen aus, die aus Deutschland kommend in Syrien bzw. im Irak Selbstmordanschläge begangen haben. Ich spreche von mindestens, weil es nicht auszuschließen ist, dass es noch weitere gibt. Philipp B. aus Dienstlaken ist so ein anderer Deutscher, der zum Selbstmordattentäter geworden sein soll. Der ehemalige Pizzabote soll sich in der Nähe von Mosul in die Luft gesprengt haben. Vorher hatte er noch seine Glaubensbrüder in Deutschland aufgerufen, ihm zu folgen. Wir wollen Gerechtigkeit. Und deswegen bekämpfen wir die Anführer des Unglaubens und die Leute, die ihnen folgen, auf dass Gerechtigkeit auf die Erde kommt und Allahs Gesetze kommen. Auch Rashid B. aus Frankfurt hatte sich dem IS im Irak angeschlossen. Das hier soll er sein. In einem Propagandavideo vor einem von irakischen Streitkräften erbeuteten Humvee. Wir sagen zu unseren Brüdern, vor allem denen im Westen, kommt, kommt in den Dschihad in unser Land. Mit Allahs Hilfe wird nach dieser Operation nichts mehr übrig sein von Ramadi. Der Humvee ist mit Sprengstoff gefüllt. Mit 3 Kameras filmt der Islamische Staat später das brutale Attentat. Beim Selbstmordattentat von Abu Ka'ak, dem Deutschen, vor 2 Monaten hatte es 54 Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Einer ist der Taxifahrer Saad Kadim, 33 Jahre alt, 4 Kinder. Der Anschlag hat die Lebensgrundlage des Schiiten, sein Taxi, zerstört.
Splitter der Explosion stecken noch immer in seiner Schulter. Die Narben am Hals sind noch frisch. Genau wie die Erinnerung an den Tag, der schreckliches Unheil über die Familie brachte. Wovon soll ich leben? Ich habe noch nicht einmal das Geld für die Operation. Ich kann die Splitter nicht entfernen lassen. Sehen Sie meinen Sohn hier? Er muss zur Schule gehen. Wovon soll ich ihm Kleider kaufen? Schauen Sie sich seine Augen an. Er sieht schlecht. Auch er bräuchte eine Operation. Für all das muss ich allein aufkommen. Der Attentäter, so viel scheint festzustehen, ein Deutscher. In den letzten 3 Monaten haben wir die Einreise von Deutschen in den Irak beobachtet. Und sie führen auch Selbstmordattentate aus. Wir stellen dabei fest, dass Ausländer brutaler vorgehen als Einheimische. Der Irak und seine Hauptstadt sind voller Waffen. Dieses Arsenal will die irakische Polizei in einer einzigen Nacht konfisziert haben. Sprengstoff, Granaten, Maschinengewehre. In einem Taxi wurde versucht, Sprengstoff in die Stadt zu schmuggeln. Versteckt hinter der Armatur des Kleinwagens war genügend Platz für 6 Sprengladungen. Sprengladungen, wie sie der Islamische Staat bei Selbstmordattentaten benutzt. Das ist ein Sprengstoffgürtel. Ist unglaublich schwer, 37 Kilogramm. Schwer zu halten. Nach dem Anschlag des Deutschen im Süden der Stadt nehmen die irakischen Sicherheitskräfte den mutmaßlichen Drahtzieher fest. Ein Erfolg, den sie sich golden einrahmen. Denn es soll sich um den angeblichen Kommandanten des IS in Bagdad handeln. Abu Abdallah, Mitte 30, Familienvater. Und eben jener Abu Abdallah wird dem ARD-Team nun vorgeführt. Wir könnten mit dem Interview beginnen, heißt es. Alle Fragen seien erlaubt. Abu Abdallah wird nicht gefragt, ob er das will. Für westliche Journalisten ist das eine Grenzsituation, in der sich die Frage stellt, ob sie nicht besser gehen sollten. Doch es ist auch eine Chance, Erklärungen zu finden, mehr zu verstehen. Weil Abu Ka'aka, der Deutsche, nur wenig Arabisch sprach, kommunizierten sie mit Händen und Füßen. Ich habe zu ihm gesagt, komm hier, also komm mit. Ich bin derjenige, der dich zur Corner, also zur Ecke bringt. Er sagte, okay, dann waren wir in der Nähe. Er musste nur noch ins Auto einsteigen und ein kleines Stück fahren. Damit war die Sache klar. Also hat er verstanden, wo das Ziel ist? Ja. Für die Auswahl der Attentäter sei er nicht zuständig gewesen. Die Entscheidung käme von oben. Ich habe ihn zuerst in Fallujah gesehen. Mit Abu Ka'aka, der sich in die Luft gesprengt hat, waren da noch 3 andere. Abu Ka'aka war der 4. Und sie haben mir gesagt, dass sie Deutsche sind, dass sie aus Deutschland kommen. Abu Abdallah wird zurück in seine Zelle geführt. Auf ihn wartet ein Gerichtsverfahren und aller Voraussicht nach der Galgen. In Ennepetal sind der Tod und der mutmaßliche Selbstmordanschlag von Ahmed C. in Bagdad wochenlang Stadtgespräch. Eine ganze Stadt sucht nach Antworten. Genau wie die Familie kann und will Nuchturk Dönmez nicht glauben, dass sein Freund Ahmed einen Selbstmordanschlag verübt haben soll. Für dessen Ausreise in das Kriegsgebiet versucht er, Erklärungen zu finden. Sie müssen es so vorstellen, wenn zum Beispiel diese Gruppen Jugendliche überreden und sagen, ja Bruder, guck dir das doch mal an, was mit unseren muslimischen Babys passiert. Guck dir doch mal an, was ist mit den ganzen Vergewaltigungen in Syrien? Was ist mit den Vergewaltigungen? Das sind unsere muslimischen Schwestern.
Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Ihre leibliche Schwester vergewaltigt wird? Und es ist leider so, Gruppierungen, die Jugendliche dazu überzeugen, auszuwandern und sich am Krieg zu beteiligen, die haben Argumente. Dann sollten wir ihnen diese Argumente nicht mehr geben. Es ist der verzweifelte Versuch, eine Erklärung für ein Selbstmordattentat zu finden. Ahmed C. ließ sich verführen. Für ihn teilt sich die Welt nun in Muslime und Nichtmuslime, schwarz und weiß. Dann ist Ahmed C. gegangen, erst nach Syrien, dann in den Irak, schließlich wohl in den Tod. Also der Inlanddienst schaut in erster Linie natürlich auf die Sicherheitslage in Deutschland und wir haben große Sorge vor denen, die wieder zurückkommen. Aber ich denke, wir haben auch die Verantwortung gegenüber den Menschen, die in Syrien und im Irak leben, dass aus unserer Gesellschaft nicht Menschen in diese Staaten reisen und Dutzende andere Menschen mit in den Tod reisen. Dass junge Menschen, nicht nur junge Menschen, aber viele junge Menschen, die in Deutschland und in Europa sozialisiert worden sind, die etwas von Menschenwürde und von Achtung und Respekt gelernt haben sollten, sich so schnell radikalisieren und dann das Leben anderer und ihr eigenes Leben wegwerfen, das ist eine unvorstellbare Aktion. Der Bundesinnenminister will nicht, dass aus Deutschland der Tod in den Irak gebracht wird. Doch der Tod aus Deutschland, er ist schon lange da. In der Phoenix-Runde. Schwere Misshandlungen in Flüchtlingsheimen durch private Sicherheitsdienste. Kommunen und Gemeinden sind schockiert und fordern Unterstützung vom Bund. Denn sie sollen noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wirklich willkommen, Flüchtlinge in Deutschland. Heute um 22.15 Uhr. Meine Damen und Herren, 12 Uhr, Zeit für den aktuellen Überblick über das Geschehen des Tages. Wir beginnen mit der Lage in Syrien an der türkischen Grenze, den Angriffen der Terrormiliz Islamischer Staat gegen die Bevölkerung, gegen die es sich zu wehren gilt. Britische Kampfflugzeuge haben erstmals in den Kampf gegen die Terroristen eingegriffen. Das britische Parlament hatte am vergangenen Freitag für die Beteiligung am internationalen Einsatz gestimmt. Die türkische Regierung hat Panzer an der Grenze zu Syrien auffahren lassen, denn sie befürchtet, dass die Terroristen türkische Soldaten als Geiseln nehmen könnten, die legal ein türkisches Mausoleum auf syrischem Gebiet bewachen. Ein Situationsbericht. Es kommen immer mehr. Immer mehr Vertriebene, verzweifelte Schutzsuchende, Kurden aus Syrien gestrandet in der Türkei. Zu Hause beschießen die IS-Milizen ihre Heimatstadt. Hier in Suruç leben sie in Zelten, bei Verwandten oder kommen unter in leerstehenden Internetcafés. Wir lebten dort und arbeiteten auf dem Feld. Aber die IS-Leute wollen uns töten. Dabei sind wir Muslime und glauben an den Islam. Unser Prophet ist Mohammed. Und sie beschießen uns mit Panzern und Granatwerfern. Keine Information ist mehr gesichert im Grenzgebiet, auch nicht die Zahl der Flüchtlinge. 50, 100, 200.000 sollen es sein, je nachdem, wen man fragt. Wie nah sind die IS-Milizen bereits herangerückt an die syrische Grenzstadt? Auch dazu unklare Angaben. Sicher ist, bis auf wenige Kilometer. Der Angriff ist da. Was tut die Türkei? Viele Kurden fürchten schon jetzt ein militärisches Eingreifen Ankaras. Die Türkei könnte, sagen hier viele, so ihren Einfluss auch auf kurdische Gebiete ausweiten. Ich begrüße unseren ARD-Korrespondenten Martin Weiß in Sanli Urfa an der türkisch-syrischen Grenze. Wie stellt sich für Sie heute Morgen die Situation im Gebiet dar?
Was wir gehört haben, wurde auch in der Nacht wieder heftig gekämpft um Kobane. Die IS-Miliz ist wesentlich näher gekommen, an manchen Stellen nur noch 3 bis 4 Kilometer vom Ort entfernt, an anderen Stellen etwa 10 Kilometer entfernt. Da ist noch ein bisschen Luft und eine Agentur schreibt, die Kämpfer sehen sich, da liegt nur noch ein Feld dazwischen. Was wir gestern beobachten konnten, war weniger Granatbeschuss als noch die Tage davor. Und wir konnten mit Einwohnern von Kobane sprechen, die sagen, es wird gekämpft bis zur letzten Kugel. Problem ist, wir haben einfach zu wenig Waffen und langsam geht die Munition aus. Ist dort vom Kampflärm zu hören, wo Sie stehen? Von hier aus nicht. Chandiurfa ist die Provinzhauptstadt. Die liegt etwa 40, 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Und die Menschen, die hinter Ihnen über den Platz gehen, gehen eigentlich auch, um es neudeutsch zu sagen, sehr relaxed. Herrscht Angst in der Gegend? Hier herrscht überhaupt keine Angst, weil man sagt, das türkische Militär steht an der Grenze bereit und die würden uns schützen, falls die IS-Milizen rüberkommen sollten. Das steht natürlich aber nicht zur Frage. Gefährlich ist es dennoch für die Grenzdörfer, denn immer wieder detonieren Granaten auf türkischer Seite. Das ist vor 2 Tagen passiert und da hat die türkische Armee Flagge gezeigt, hat auch mit Artillerie zurückgeschossen. Eine Resolution im türkischen Parlament, die dann den Einsatz des Militärs legitimiert, wird morgen fallen. Zweifeln Sie daran, dass das zustande kommt? Es wird noch mal einen großen Schlagabtausch im Parlament geben. Die Opposition wird die Politik Erdogans und des neuen Ministerpräsidenten Davutoğlu natürlich anzweifeln. Man wird noch mal alle Rechnungen aufmachen, aber letztendlich wird diese Resolution durchgehen. Es ist ja eigentlich keine neue. Es gibt ja schon ein Mandat für einen Militäreinsatz im Syrienkrieg. Dieser Krieg dauert ja schon über 3 Jahre. Die erste Resolution wurde ja praktisch erlassen, als dieses Flugzeug über Syrien, über dem Mittelmeer dann abgeschossen wurde. Es geht jetzt nur um eine Ausweitung, also auch um die Entsendung von Bodentruppen. Die Rede ist immer wieder von einer Sicherheitszone 10 Kilometer hinein auf syrisches Gebiet. Gliedert sich die türkische Armee dann damit in das internationale Geschehen ein oder vertritt man da ausschließlich Eigeninteressen? Ist, glaube ich, beides der Fall. Die Türkei ist international unter Druck geraten. Diese internationale Koalition hat sich geformt. Die Türkei war außen vor. Und erst vor wenigen Tagen hat Staatspräsident Erdogan ebenfalls diese IS-Miliz als Terrororganisation bezeichnet. Mit Blut an den Händen, hat er wörtlich gesagt. Und er hat dann zugesichert, dass die Türkei militärisch und logistisch bereitstehen würde. Die Eigeninteressen sind natürlich auch klar. Es gibt Kurden diesseits und jenseits der Grenze. Im Irak haben sie zum Beispiel so etwas wie eine Selbstständigkeit erreicht. Das wollen die Kurden in Syrien auch. Die sprechen dort von einem West-Kurdistan. Und diese Separationsbewegung, da hat man natürlich Angst, dass die sich ausbreitet, auch auf türkisches Gebiet. Deswegen ist so eine Pufferzone von 10 Kilometer zwischen den Kurden in Syrien, zwischen der IS und den Kurden hier in der Türkei natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse. Äußerer Anlass für den Aufmarsch der türkischen Panzer ist die Sicherheit von 36 türkischen Soldaten, die auf syrischem Gebiet ein Mausoleum bewachen, legal nach Völkerrecht. Weiß man, wie es den Soldaten geht? Da gibt es verschiedene Gerüchte. Dieses Mausoleum liegt ja 30 Kilometer innerhalb von Syrien. Dort liegt der Großvater des ersten Sultans des Osmanischen Reiches. Dieses Grab wurde ja dorthin verlegt. Das war früher mal am Fluss Euphrat. Dort wurde ein Staudamm gebaut. Dann wurde das Grabmal verlegt und der Türkei das Recht zugesichert, dieses Mausoleum, dieses Grabmal zu bewachen. Das tun 36 Soldaten. Das ging bisher auch gut. Trotz der Kämpfe konnten die versorgt werden. Seit gestern gab es dann die Gerüchte, 1000 IS-Kämpfer hätten dieses Mausoleum umstellt. Und heute Morgen schreibt die staatliche Zeitung Hürriyet, bezieht sich auf eine Quelle des libanesischen Fernsehens, dass diese 36 türkischen Soldaten gefangen genommen worden sein sollen. Alles nur Gerüchte, man weiß es nicht. Dieses Mausoleum ist 30 Kilometer hinter der Grenze. Martin Weiß, herzlichen Dank für die Information. Immer neue Enthüllungen veranlassen Politiker zu immer neuen Ankündigungen, schärfere Kontrollen von Wachleuten, lückenlose Aufklärung und gemeinsame Anstrengungen sollen Misshandlungen wie in Asylbewerberheimen in Nordrhein-Westfalen geschehen, zukünftig unmöglich machen. In Nordrhein-Westfalen
wird derzeit in 11 Fällen gegen Beschuldigte ermittelt. Wachleute privater Sicherheitsfirmen sollen Menschen gequält und gedemütigt haben. Etwa 200.000 Flüchtlinge werden in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Die aufnehmenden Kommunen sind überfordert. Bilder und Aussagen zum Thema. Die Lage ist unkontrollierbar, titelt der Siegerland-Kurier über die Flüchtlingsunterkunft in Burbach. Chefredakteur Tim Plachner konnte einen ehemaligen Wachmann interviewen. Der war wohl an diesem Gewaltvideo beteiligt. Entstanden sei es in einem Raum, der unter den Wachleuten das Problemzimmer genannt wurde. In diesem Problemzimmer hat es also keine sanitären Einrichtungen gegeben, keine Toiletten. Und man habe die Flüchtlinge dort auch eingesperrt, teilweise über Stunden. Er sagte weiterhin, wenn gerade niemand da gewesen wäre, um aufzuschließen, dann hätten die Flüchtlinge auch zum Teil aus dem Fenster urinieren müssen. Oft seien mehrere Männer gleichzeitig dort weggesperrt worden oder drangsaliert, wie dieses Bild zeigt. Der Informant spricht von einem rechtsfreien Raum. NRW-Innenminister Jäger bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Man braucht auch ein Zimmer in solcher Einrichtung, wenn jemand betrunken ist und möglicherweise andere Bewohner stört, wo er untergebracht werden kann. Was aber keinesfalls geht, dass sich eine Sicherheitsfirma erlaubt, solche Zimmer abzuschließen, das ist klar Freiheitsberaubung. Mit diesen Bildern will der Wachmann belegen, dass die Zustände in der Unterkunft katastrophal seien. In dem Zeitungsinterview gibt er zu, selbst gewalttätig geworden zu sein, weil er sich überfordert fühlte. 4 Wachleute für 750 Menschen, das sei deutlich zu wenig. Der schwerste Vorwurf aber, dass die Polizei darüber Kenntnis hatte, dass es dieses Problemzimmer gibt, dass auch Fixierungen seitens der Security mit Handschellen stattgefunden haben. Beides scheint nicht rechtsmäßig zu sein. Trotzdem wurde das wohl offenbar von weiten Teilen der Polizei so zur Kenntnis genommen und auch geduldet. Innenministerium und Staatsanwaltschaft